Willkommen zurück bei Let's Play Secret of Citadel. Oder Citadel, wenn man es nennen kann. So, und jetzt kommt die versunkene Stadt. Ja. Ja. Der letzte Part, das war ziemlich einfach. Mama, die südliche Garnison wurde zerstört. Zerstört? Wer war das? Wie viele? Ein kleiner Trupp Krieger. 1, 2, 5, 3. Ah, Idiot! Bring sie her. Ich werde ihnen anheizen. Ja, dafür werden sie überm Feuer schmoren. Ja, ja. Wer schmort übers Feuer? Wer? Wer jetzt? Wir definitiv nicht. Nicht wundern, wir waren in der Party drinne. Ja. Komm wieder her! Ich will nur deine Haxen. Knoblauch. Unser Essen wird geklaut! Hilfe! Nein! Ja, wie gesagt, der Bogenschütze hat beim letzten Port einfach mal den Boss mit einem Schuss erledigt. Ja, ein Schuss. Also sowas habe ich so noch nicht gesehen. Ey, der Jäger auf einem Spiel ist unheimlich Counter-Strike. Ganz heimlich. Ja. Wer das schafft, mit einem Schlag, mit einem Angriff den Gegner zu erledigen. Also, ja. Na gut. Der Krieger war auch nicht schlecht. Da krieg ich die Geistermassen erledigt. Mensch, überlegt bei der Schamanin, das ist eine ganz andere Fähigkeit gewesen. Ja, bei der Schamanin, das war... War das geil? War das Verstärkung? Verstärkung oder Vergiften? Ach, Vergiften war es, glaube ich. Vergiften ist so, Vergiften... einen Schuss war es, glaube ich. Ja, aber muss ich schon. Ja. Ich hoffe, Dragonfire kann dann bei Kapitel 3 wieder ein bisschen damit machen. Ich hoffe. Ja, ich hoffe, Dragonfire, dass du das Video ansiehst und dass du schnell wieder online kommen kannst. Wir hoffen es wirklich. Jo, war offline. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen stark gewesen. Ja, allgemein ist irgendwie stark. Und wegen des GTA Online-Videos, wegen den zwei Raubüberfällen. Der böse nehmen, aber mein Computer hat rumgefahren. Das kann der Chase sogar mit beweisen, dass er rumgefahren hat. Ich habe da schon rumgefahren. Ja. Aber heute ist wenigstens, wo ich hier mein Game Capture Gerät mal gestartet habe, so kriegt das Ruxio Game Capture HD, wenn ihr es wissen wollt. Ja. Ja. Das ist HD Pro, ich kann auch mal in 480i aufnehmen. Ja. Ja, aber wirklich. Das kam heute in Aktualisierung, und das eigentlich schon ein Problem gelöst wird wieder. Ja. Ja, Insekten hast du schon wieder viel Platz gehabt, wenn wir mal wieder aufgeschaut sind. Ja.
Komm mal, Ninjago. So, jetzt ist er down. Gott. Er ist tot. Juhu. Und das Terraria-Projekt wird erstmal eingestellt werden. Erstmal. Bis wir erstmal genug Spieler haben. Und zu dritt auch nicht. Wenn wir zu viert wären, wäre ja okay, aber wenn wir zu viert sind, hat man zu viert sind. Nee. Aber das wird hier nicht, das wird hundertprozentig kommen, wenn wir noch Spieler gefunden haben. Das ist versprochen von mir aus. Sobald wir noch Spieler sind, können wir ja können wir dazu warten. Aber auf nächste Woche kommt eventuell ein ganz anderes Projekt dran. Ein schönes Retro-Spiel. Na gut, das Spiel kann man Retro nennen, weil das bei der Xbox erschienen ist. Nein, ja. Na, wie, wollen wir es denen sagen oder wollen wir die überraschen? Ja, überraschen. Kann bloß ein kleines Retro geben. Es gibt viele Spiele. Es gibt viele Teile davon. Es gibt sogar ein Strategiespiel. Sogar ein Spiel überhaupt. Hat was mit Aliens zu tun. Und einen Helden. Mehr verrate ich nicht. Ja, aber vier Teile. Und das ist wirklich einer der besten Multiplayer-Spiele. Und der Haupttitel, wie soll ich schon sagen, hat einen Ring. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare drunter schreiben, was es nun ist. Wenn ihr schon aufkommt. Der Kurtel? Was? Kurtel und das? Ja, ja. Kurtel hat ja echt geile Ringe. Ja, steh es. Ich kann mich teleportieren. Also so eine Vorteile dann wäre praktisch. Keine Ahnung, man müsste faul auf Toilette zu gehen und so Schule zu laufen, einfach mal so eine Portale erstellen. Bei dir zu Hause und danach, ja, vor der Schule hochgestellt. Der oder Toilette? Du kannst immer reinscheißen. Geil, was du brauchst. Ja, der Jay, hast du eigentlich das Let's Play von Portal mal angeguckt von mir? Ja, wie gesagt, ihr könnt es gerne mal das anziehen. Portal ist witzig. Ja, und wenn, keine Ahnung, Jay, wie schaut's denn mit dir aus? Irgendwann mal Portal 2, weil Portal 2 geht ja zu zweit in Solo-Kampagne. Ja, wenn es irgendwann Games of Gold ist, ja. Und wahrscheinlich, wenn du heute oder wenn ihr heute oder am Freitag oder am Donnerstag, am Montag, müsst ihr Games of Gold ins rauskommen. Also schaut schön auf meinem Kanal nach, wenn ich da bin. Und es lohnt sich. Wenn es Battlefield 3 ist oder Portal 2 ist. Ich hätte mir eher das hier so vorgewünscht, dass das durchkommt. Ein Hammer ist hier für dich. Ist schlecht für dich, gut. So, ich schippe jetzt die Fähigkeit von dem Boss wieder auf, mal sehen, ob wir das in Trickshot machen kann. Ey, ernsthaft. Der Geisterchef war anfangs ein Problem, aber... Ah, zum Teufel. War so schwach. Lauf!
ein Spezialangriff von mir und das war's dann schon. Ja. ne, doch. Ja! Wir haben's geschafft! Juhu! Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert uns ruhig, wenn ihr wollt. Und schreibt ruhig in die Kommentare rein. Gerade Thema des neuen Projekts. Was ihr da irgendwelche Ideen habt, ob ihr weißt, was es ist. Wir halten es doch geheim. Bis nächste Woche. Und ja, wir sind das nächste Mal wieder bei Mamas Thron. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rio da, Knurrende Nacht und viele Grüße. Viele Grüße an meinen Leuten, die jetzt hier sehen. Irgendwie so Vijay, damit spielt. Und also, ciao.